schon in der Anfangsphase bemerkbar. Romano Schmitz, Hartberg-Sven Sprangler kann sich hier nur mit einem Foul helfen. Das Ganze passiert im Strafraum, also 11 Meter, bereits in der 7. Minute für die Lieferinger. Enok Mwepu erzielt hier mit diesem herrlichen Strafstoß Saisontor Nummer 3. Schnelle Führung also für die Salzburger. Nach der 1:0-Führung dann Offensivlaute bei Liefer und deshalb problemlos für Goli Swite. Eine Minute später der nächste Konter der Salzburger. Schmidt auf der rechten Seite und in der Mitte kommt Mwepu mit. Es bleibt beim Versuch und beim 1:0. In der 60. Minute feiert dann Samuel Tete ein Comeback nach langer Verletzungspause. Der Mittelstürmer aus Ghana mit der Nummer 10 ist sofort Motor im Angriff. Der Lieferinger Tete auf Mwepu. Der verzögert hier noch, legt sich den Ball zurecht und sorgt für die 2:0-Führung. 66. Minute, Enok Mwepu nimmt sich da alle Zeit der Welt für sein viertes Saisontor. Eine 2:0-Führung hat Hartberg im ersten Saisonduell schon einmal aufgeholt und genau daran dürfen sich...